Es freut mich jetzt ganz besonders, zu dem vorletzten Programmteil unseres Abends zwei sehr, sehr interessante Personen auf die Bühne zu bitten, zu einem Kamingespräch. Kamingespräch, weil sich die beiden Gäste primär unterhalten werden und im zweiten Teil werden wir das öffnen. Wir wollen uns unterhalten über ein Thema, das überhaupt noch nicht völlig angekommen ist, über das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine, künstliche Intelligenzen, Cyborgs, Technologien, die verschmelzen das, was wir als physische Welt kennen und das, was digital ist. Ich freue mich, dass wir Stefan Greiner gewinnen konnten, Mitbegründer des Cyborgs e.V., vom Hintergrund Techniker. Ich darf dich auch gleich auf die Bühne bitten und als Gesprächspartner Christoph Kappes, der nicht nur Unternehmer ist, zum Beispiel Mitbegründer der Plattform SoBooks, sondern auch Berater und sich ganz viel auch mit den Auswirkungen des digitalen Wandels beschäftigt. Ich freue mich, dass ihr zugesagt habt, dieses Thema mit uns und mit den ganzen Gästen hier zu diskutieren. Ich übergebe euch das Wort und werde nach ca. 30 Minuten oder wenn sich da jemand ganz dringend einmischen will, dann das Gespräch an der entsprechenden Stelle aufbrechen und gucken, dass wir hier auf jeden Fall dieses Thema so weit diskutieren, dass wir, wenn wir heute nach Hause gehen, eine Vorstellung haben, was sich denn da in dem Bereich so tut. Erstmal Christoph und Stefan, danke und ihr habt das Wort. Wir haben uns im Vorwege, Stefan Greiner und ich, eigentlich erst gerade eben getroffen und haben versucht, dieses unglaublich große Thema, da ist Kybernetik dabei, da ist Smart Cities dabei, da ist künstliche Intelligenz dabei, und wir haben eine Stunde ein bisschen zu fassen und ich habe dann beschlossen, eine Änderung des Titels vorzuschlagen, und zwar könnte der heißen Schöner Scheitern, weil das sind drei sehr große Themen mit ungefähr 20 dicht eng anliegenden weiteren großen Themen. Wir sollen uns jetzt unterhalten und der Vorschlag ist, dass du den ersten Aufschlag machst zum Thema Cyborg und uns ein bisschen erklärst, was das ist, weil damit hast du ja auch zu tun. Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Ich bin Stefan. Hallo Christoph. Cyborg, genau, also vielleicht erzähle ich das erstmal so von meiner Geschichte raus, wie ich überhaupt an die Thematik gekommen bin. Und dann, glaube ich, ergibt sich auch schon so ein bisschen ein Verständnis, was ein Cyborg überhaupt ist. Ja. Und vielleicht gleich mal zu Anfang, bevor wir das sehr frontal machen. Habt ihr eine Vorstellung, was ein Cyborg überhaupt ist? Darf ich mal um Handzeichen bitten von den Leuten, die wissen oder zu wissen glauben, was ein Cyborg ist? Ja, also das sind nicht so viele. Das dachte ich mir schon fast, Christoph, weil dann gehen wir vielleicht erstmal auf den Begriff ein. Ich habe versucht, ein Beispiel mitzubringen, da kannst du mir mal erklären, was das, ob das einer ist. Den habe ich unterwegs gefunden. Den Cyborg? Oder die Cyborg? Kann man das sehen? Von vorne, von hinten? Bitte. Ja. Okay, ich fange doch erstmal bei meiner Lebensgeschichte an. Die ist ein bisschen einfacher. Also, wie ich an die ganze Thematik rankam, war tatsächlich über meine damalige Mitarbeit in einer Blindengruppe. Das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen abwegig an. Aber damals war ich mit einer Gruppe von blinden Leuten unterwegs und ich war damals auch tätig an einem Theater. Wir haben Kulturveranstaltungen gemacht und ich habe mit dieser Blindengruppe
Freizeitaktionen gemacht. Ja. Also wir waren auch tatsächlich im Theater, im Kino. Sachen, die ich dachte, die Blinde nicht machen, weil man im Kino, dachte ich, immer ziemlich viel sehen muss, um einen Film mitzubekommen. Kurz gesagt, was ich da mitgenommen habe und was ich total faszinierend fand, war die Fähigkeit von blinden Menschen, sozusagen mit den verbleibenden Sinnesorganen, die Welt auf eine völlig, für mich zumindest, neue Art und Weise wahrzunehmen. Und ich fand das dann so spannend, dass ich auch angefangen habe, vertieft mich sozusagen oder meine Wahrnehmung der Welt neu zu reflektieren, dass ich gesagt habe, klar, okay, ich lebe natürlich stetig sozusagen durch das Visuelle über meine Augen etc., was ich biologisch zur Verfügung habe, und nehme das als wahres Abbild meiner Umwelt, der Welt letztendlich wahr. Das habe ich ja da eigentlich begonnen zu hinterfragen und habe das dann auch sehr schnell, weil ich eben auch technisch interessiert bin, sage ich mal, auch auf die Technologie bezogen und habe mir überlegt, wie kann man, sage ich mal, als Mensch mit der Technologie seine Sicht auf die Welt letztendlich erweitern. Ja? Also wie anders gesagt, wie kann ich, wie ein blinder Mensch, ja, die Welt komplett anders wahrnimmt, wie kann ich das vielleicht für mich auch im Herstellen über technische Geräte, dass ich eine neue Art und Weise der Weltsicht eben bekomme. Und so hat es dann angefangen. Ich habe dann Human Factors studiert. Das ist ein Studiengang, der beschäftigt sich mit Mensch-Maschine-Interaktion. Part von der ganzen, von dem Studium ist psychologisch orientiert, der andere Part technisch. Und der Cyborg an sich ist daher vom Begriff her zum einen, also Cybernetic, Kybernetik, was auch heute im Thema schon in der Überschrift war. Und der zweite Teil von Cyborg ist sozusagen der organische Teil. Ja? Also wir haben zum einen der kybernetische Organismus ist also der Cyborg. Kybernetik ist auch wieder so ein Begriff, vielleicht sagen wir dazu auch noch kurz was. Kybernetik ist grundsätzlich, bist du da? Vielleicht mal einhaken? Ja, oder? Ich habe für den Fall noch was anderes mitgebracht, um das mal, das Cyborg-Thema ein bisschen zu klären, was das eigentlich ist. Ich habe nämlich noch das hier gefunden. Also hier sieht man mich jetzt ja als eine Einheit, könnte man sagen, vielleicht auch eine Zweiheit aus einem biologischen Organismus und einem technischen Artefakt, sagt man ja, also einem nicht natürlichen Dings. So, ist das jetzt kybernetisch oder nicht und bin ich jetzt ein Cyborg oder nicht? Da kann man nämlich zwei tolle Cyborg-Probleme gleich mit diskutieren. Ja, das ist richtig klasse, weil eigentlich, also mit dem Fall siehst du, finde ich, optisch schon mal super aus, aber im Grunde hast du natürlich auch schon eine große Brille auf der Nase, die du natürlich auch schon hernehmen könntest und die ganze Thematik eigentlich diskutieren kannst. Also Kybernetik erstmal noch kurz ist eben, man nennt es auch die Kunst des Steuerns, des Regelns. Ja, also es dreht sich sehr stark um Regelkreise, die dort abspielen. Und man kennt zum Beispiel wie der Körper. Der menschliche Körper ist letztendlich auch könnte man kybernetisch betrachten. Man kennt das, wenn man Fieber bekommt, versucht der Organismus über seine Organe etc. eben wieder auf Betriebstemperatur sozusagen zu kommen, auf ein Normalmaß von Temperatur, wo dann innerlich praktisch im Körper diese Balance, dieses Maß eben sucht, auf dem er arbeiten kann. Darf ich da kurz einhaken, weil jetzt mal im Ernst sozusagen. Die Kybernetik ist ja Norbert Wiener, Stichwort, klassischer Fall, Thermometer, Regelkreis mit Steuerungselementen, was dann auf eine bestimmte Temperatur wieder steuert, ist sozusagen die einfachste, auch technische und ingenieurhafte Idee. Von da aus gibt es einen gewissen Überbau in die Systemtheorie, wo man historisch gesehen eher aus der Biologie kommend, wenn ich das recht erinnere, sagt, es gibt
ein Wesen und seine Umwelt, und die beiden sind auf irgendeine Art und Weise miteinander gekoppelt, weswegen man beim Begriff Kybernetik extrem aufpassen muss, weil die einen packen das irgendwie in die militärischen Macy-Konferenzen der Ende 50er, Anfang 60er war das, glaube ich, und sagen, das ist böse. Die anderen denken an auch deutsche Kybernetiker. Georg Klaus war zum Beispiel ein DDR-Kybernetiker, der versucht hat, Marxismus und zentrale Volkswirtschaft, hätte ich fast gesagt, zentral gesteuerte Ökonomie kybernetisch zu sehen. Und auch hier im Westen hat es gerade in den 50er, 60ern auch so Leute wie, war es Arnold Gehlen und ein Ingenieur, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Also es hat in dieser Zeit Menschen gegeben, die das auch auf die Gesellschaft angewandt haben und da eher einen technokratischen, ingenieurhaften Ansatz hatten. Ich sitze hier vielleicht auch deswegen auf dem Podium, weil ich irgendwann mich damit beschäftigt hatte, Ende der 80er. Ich bin eigentlich Jurist, der versucht hat, in der Rechtsinformatik über Jahre sich damit zu befassen, wie man menschliche Entscheidungsverfahren und menschliches Wissen in Maschinen bekommt. Und ich stamme noch aus der Zeit, wo man Mitte der 80er noch gedacht hat, im Bereich der künstlichen Intelligenz könnte man mit ein wenig Prädikatenlogik und kleinen logischen Verfahren, die ja schon Sokrates entwickelt hatte, Ergebnisse erzeugen und Begründungen erwirken. So, jetzt kurz wieder zurück, wie kommen wir jetzt, kriegen wir die Kurve wieder zurück zu der Kybernetik, zum Cyborg. Der Cyborg ist ja ein System, was mehrere Elemente hat, so würde man es wohl sagen, und es ist eben ein Element biologisch und ein Element ist technisch, und die agieren in gewisser Art und Weise. Also dieses Ding, was ich hier auf dem Kopf hatte, ist deswegen aus meiner Sicht kein Cyborg, ja? Und im Übrigen gibt es auch viele Leute, die sagen, eine weite Cyborg-Sicht, also Mensch und Technik, die Brille, ja, das macht keinen Sinn. Man könnte ja immer sagen, Mensch und Werkzeug, jetzt habe ich drei Werkzeuge in der Hand und eins soll ich wie ein Roboter halten. Also man könnte ja sagen, Mensch und Werkzeug waren immer schon eine Einheit. Die Hand, das Schlagen, der Hammer, die Kultur des Hämmerns und so weiter. Der Cyborg im engeren Sinne ist aber tatsächlich auch körperlich miteinander verbunden. Ja, also würde ich auch so sagen, tatsächlich. Also das, was du eben angesprochen hast, jetzt bei deinem Pfeil auf dem Kopf, ergibt dir natürlich keine direkte Rückmeldung. Ja? Also sozusagen dieses Regelkreisprinzip. Ja, hat er vorher schon gegeben, ja. aber dieses Regelkreisprinzip ist tatsächlich so, dass der technische Teil und der organisch-biologische Teil sich dann eben miteinander ergänzt und sozusagen wir als Menschen nicht nur rein biologisch unsere Welt und unser Denken etc. leben, sondern tatsächlich teilbiologisch, teiltechnisch in einem großen Regelkreis, sage ich mal, unsere Umwelt erfahren. Das ist eigentlich so, auch aus meinem Verständnis, es gibt auch wieder unterschiedliche Ansichten, aber das ist eigentlich auch von der Wortherkunft eigentlich das, was es den Cyborg an sich ausmacht. Dein Partner Enno Park, den ich auch mal persönlich kennengelernt habe, ist ja, jetzt muss ich aufpassen mit den Begriffen, gehörlos oder zumindest hatte er Hörprobleme und hat sich dann ein Implantat einbauen lassen und hat von da aus aufbauend auch mal in einem Interview erklärt, wo er eigentlich den Nutzen sieht. Vielleicht kannst du da mal ankoppeln, weil das, glaube ich, diese Cyborg-Idee auch nochmal ganz gut griffig macht. Wo er den Nutzen sieht, allein schon dadurch, also in seinem Fall, was natürlich, ist er überhaupt da? Eigentlich wollte Enno heute vielleicht auch kommen. Nee, ist nicht da. Okay. In seinem Fall war es so, dass er eben in seiner Jugend gehörlos wurde. Ich glaube, das war eine Masernerkrankung. Und inzwischen gibt es eben sogenannte Cochlea-Implantate. Und das sind Implantate, die werden sozusagen hier, also man weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob man da ein Loch reinbohrt oder irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall
wird dieses Implantat in die Hörschnecke sozusagen eingelegt. Das sind kleine Elektroden, wo dann eben direkt auch den Hörnerv sozusagen im Ohr stimulieren. Und außen dran hat er ein Teil, wo praktisch wie ein Mikrofon darstellt, ja? Also wo die Akustik letztendlich um ihn herum aufnimmt und induktiv eben auf diesen implantierten Teil dann überträgt. So, dieses Implantat hat also für ihn den ganz einfachen Nutzen, dass er wieder hören kann. Stellt sozusagen ein, ja, wenn man so will, Ersatz seines vorherigen biologischen Gehörs dar. Genau, das ist die Restore, die Repair-Funktion sozusagen. Die ist auch ethisch, ich versuche mal einen leichten Schwenker schon mal hinzukriegen, die ist auch ethisch, nach meinem Kenntnisstand, unumstritten. Das ist quasi medizinisch-gesundheitlich motiviert. Aber Enno hat in einem Interview auch gesagt, eigentlich würde ich gern mehr hören, weil ich könnte es ja auch, weil an diesem Ding kann ich irgendwie ein paar Parameter einstellen. Ich kann das patchen, ich kann es hacken. Das ist diese Biohack-Abteilung, für die du ja auch mitstehst und dem Cyborg e.V. Und hat gesagt, eigentlich würde ich auch gern auf anderen Frequenzen hören. Das könnte mir ja nutzen. Oder wollen wir noch mal genauer zum Cyborg gehen? Also wir können jetzt den Übergang machen zur Ethik des Cyborgs, oder? Ja, aber vielleicht noch ganz kurz darauf aufbauend. Es gibt tatsächlich viele, viele Leute, die sozusagen aus medizinischer Sicht dann eben, ja, immer ein Ersatz für ein vorheriges biologisches Organ, Sinnesorgan, was auch immer, bekommen haben. Also man kennt das auch mit künstlichen Herzen etc. etc. Und selbst da, wo man aus medizinischer Sicht sagt, naja gut, wir wollen dem Menschen sozusagen wieder eine Teilhabe an der Gesellschaft, an sozialem Miteinander etc. eben über diesen Ersatz der Technik im Körper wieder herstellen, wieder bieten, lässt sich natürlich schon einhaken, na gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch nur ein künstliches Herz habe, das eigentlich mich am Leben hält, ist allein schon dieses technische Artefakt in meinem Körper natürlich anders, weil es zum Beispiel nicht biologischen Degenerationsprozessen unterliegt. Ja? Also man kann da im Medizinischen, es wird da schon recht schwammig, wo findet eigentlich eine Wiederherstellung zu diesem künstlich gesetzten gesellschaftlichen Normmaß des Menschen statt, ja? Und wo geht es darüber hinaus? Und das ist dann tatsächlich auch mehr die Ecke, was Enno zum Beispiel auch sagt, na gut, also wenn ich dieses Implantat in mir trage, nur weil wir als Menschen es sozusagen gewohnt sind, bis vielleicht 15 Kilohertz etc. zu hören, warum wird es mir sozusagen verbietet, dass ich nicht im Ultraschallbereich oder sonst irgendwie höhere Frequenzen hören darf, soll. Ja? Wer legt das fest? Und da, speziell an dem Punkt, haben wir eben, oder diskutieren wir sehr viel, haben dann eben auch letztes Jahr einen Verein gegründet, der vor allem diese Fragestellung der Erweiterung, vor allem der menschlichen Sinneswahrnehmung, und des Menschen grundsätzlich über Technik diskutiert. Ja, das ist aber schon eine Spezialisierung des Cyborgism. Vielleicht ganz kurz ein Ausflug, was es auch noch für Anwendungsgebiete gibt, weil die muss man mit im Kopf haben, um das ganze Große zu sehen. Es gibt im militärischen Bereich, gab es immer schon Versuche, so eine Art Kampfroboter zu installieren, indem man, der Cyborg setzt ja auf einem Lebewesen auf. Das darf man jetzt nicht mit einem Androiden oder einem Roboter verwechseln, sondern das ist ein Lebewesen, biologisches System, ergänzt um technische Komponenten. Und das ist natürlich der Traum aller Militärs, dass man einem Menschen quasi ein Waffensystem integrieren kann. Und das führt direkt in die Science Fiction. Und man sieht auch Experimente in diese Richtung. Das ist ein Bereich. Ein anderer Bereich, den hier auch schon viele gesehen haben, ist im Sport, weil da werden dann Exoskelette angewandt oder eine besondere Art von Prothesen. Das geht auch bis in den, naja, das ist dann nicht mehr Sport, aber diese Neuroprothetik, die gibt es ja auch noch als eine Ecke im medizinischen Bereich. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo dieses Cyborgism-Thema kommt. Und was man dann auch noch
zumindest mal gehört haben sollte, ist das Stichwort Transhumanismus, was direkt mit Cyborg nichts zu tun hat, aber die Idee ist quasi, den Menschen aus seinen Beschränkungen und seinen Ketten zu befreien. Also irgendein schlauer Transhumanist hat mal die Formulierung verwandt, dass der Mensch seine Puppe sprengt. Das ist so diese transhumanistische Idee. Ja, also genau, also speziell in der Richtung ist eben auch, also es ist, sehr viele Vertreter des Transhumanismus sagen eben, dass der Mensch grundsätzlich seine biologische Statur, Kondition, ja, Verfassung komplett verlassen sollte und sich, es wird dann sowas zum Beispiel wie über Mind Upload, ja, also dass man das Gehirn in ein technisches System komplett transferiert, gesprochen, etc. etc. Aber das, wie gesagt, ist, wie du auch schon sagst, oder so finde ich das zumindest, erstmal getrennt zu sehen von dem Cyborg-Gedanken, weil das natürlich eine komplette Ablösung der Biologie darstellt. Genau, man darf das nur nicht verwechseln, weil es gibt so Leute wie Ray Kurzweil, die ja auch mit dem Hause Google verbunden sind. Oder verwechsle ich den jetzt? Ja, Ray Kurzweil gehört zu den Leuten, die halt sagen, die, wieso das Genom eines Menschen passt komplett auf einen USB-Stick ab in die Cloud. Ja. Okay, aber das lassen wir jetzt mal, diese Diskussion. Moment, so. Ethik. Ich kriege immer so ein leichtes Kribbeln, wenn ich diese Cyborg-Bilder sehe. Ich habe kulturelle, ich habe Störungen, ich habe Irritationen. Nun ist das nichts Neues, weil auch als die Eisenbahn in die Welt kam, hat meine Großmutter Irritationen gehabt. Das ist also jetzt nicht unbedingt ein Zeichen meiner Kompetenz, sondern da ist halt nur eine Störung. So. Und dann habe ich geguckt, was wird da bei mir getriggert, und habe ganz viele Sachen gefunden. Da gibt es nämlich einen riesen kulturellen Ballon. Nein, ich muss vorher sagen, ich habe dich gegoogelt und ich habe ein Bild von dir gesehen. Was habe ich auf dem Bild gesehen? Komm, sag's uns. Meinen linken Ringfinger. Genau, da auf dem Bild war unter anderem dein linker Ringfinger. Oder sollte ich das Thema nicht bringen? Doch, also sprich dich offen aus, was du gegoogelt hast. Ich habe an deinem linken Ringfinger, das ist ja auch ein Wort wie Krautkopf und Brautkleid, an deinem linken Ringfinger habe ich einen Magneten gesehen, der mit ihm körperlich verbunden war. Stimmt's? Und, ja, und, aber da hast du erstmal geschluckt? Oder ich habe da eine Irritation gehabt, ja, weil ich fand das eigenartig, dass Menschen sich Magneten an den Finger bauen, kann man das so sagen? Also ich habe diesen Magneten in den Finger implantiert. Und also ich meine, ich habe vorhin auch schon erzählt, wie ich eigentlich zu dem Thema gekommen bin. Und das war eben über die Wahrnehmungswelten von blinden Menschen, die eben anders, also nicht nur Blinde, in meinem Fall war es so, aber grundsätzlich, was menschliche Wahrnehmung angeht, es gibt Leute, die sehen besser, manche schlechter, manche gar nicht, manche hören auch nicht, manche vielleicht mehr. Und wie gesagt, ich habe mir einfach nur oder angefangen, Gedanken zu machen, wie kann ich tatsächlich auch technische oder insgesamt Artefakte hernehmen, die mir ein Feedback von meiner Umwelt geben, was ich vorher eben nicht hatte. Ja? Und mit diesen Magneten, das war eben eine Geschichte, wo ich ausprobiert habe, der Magnet, der mir grundsätzlich einen Zugang zu einer elektromagnetischen Welt um mich gibt. Ja? Also man muss sich das so vorstellen, dass der jedes Mal, zum Beispiel wenn hier ein entsprechend starker Strom fließt in der Wand, dann dieser Magnet anfängt zu vibrieren und man diese Frequenzen auch also erstmal spüren kann natürlich. Ja? Und ich habe dann irgendwann festgestellt, na gut, okay, wenn ich mir den Finger hier so ins Ohr stecke, dann kann ich die Frequenz sogar hören, was dort an elektromagnetischen Wellen um mich passiert. Ja. Das ist also eine nutzenorientierte Argumentation, so wie ich mir wünsche, dass mein Finger vibriert, wenn ich im ICE von Hamburg nach Berlin wieder Funkverbindung habe quasi. Ja, genau. Ja. Also das ist, genau, das kannst du. Ich habe das so ein bisschen recherchiert und dann habe ich einen Artikel gefunden von 1960. Das war der Erfinder des Wortes Cyborg. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Manfred Klein. Klein, genau.
das lohnt sich, den mal zu bingen. Wo ist er? Manfred Klein und sein Partner. Komischerweise wird der Partner immer unterschlagen. Nicht, dass der nur Lektorat gemacht hat. Der heißt auch so ähnlich Kleins. Nathan S. Klein. Cyborgs and Space. Total faszinierend, total faszinierend. Ja, ich habe das gestern mal durchgelesen und dachte, wow. Die überlegen sich, wie können wir das machen, wenn wir durch den Weltraum fliegen, dass die Leute auch mal 1000 Jahre fliegen können, indem wir sie abkühlen oder indem wir ihre Exkrementausscheidung unterbinden und so weiter. Also da sind extreme Fantasien und das war ernst gemeint. Also das ist kein Science-Fiction, sondern das ist erschienen in der Astronautics im September 1960. Und zwar, darf ich das kurz zitieren? Ist das okay? Klar. Also der sagt, ein Cyborg ist eine Self-Regulating Man-Machine-System. Und dann geht es darum, zum Beispiel, wie bei deinem Finger vor Radiation Effects, vor radioaktiver Strahlung zu warnen, weil wenn man da auf anderen Planeten rumläuft, dann könnte es ja passieren, dass da Strahlung ist und wenn man beide Hände frei haben will, dann hat man halt keinen Gagazähler, weiß ich auch nicht. Oder metabolische Probleme, wenn man zu lange in einem Raumschiff ist, zum Beispiel 20 Jahre, dann bewegt man sich zu wenig, also muss man den Körper runterkühlen, damit man kein metabolisches Syndrom bekommt. Also das ist total faszinierend, das zu lesen. Empfehle ich dringend. Also das ist auch das Paper, wo der Begriff eigentlich entstanden ist. Und deswegen ist der Cyborg eigentlich sozusagen im Weltall entstanden. Also der Cyborg ist wirklich ein Gedanke, was eben diese zwei Wissenschaftler damals im Hintergrund hatten. Wie muss sich der Mensch eigentlich von innen heraus verändern, dass er im Weltall überleben kann? Also nicht sozusagen mit einem riesen Anzug, mit allem möglichen Gedöns irgendwie drumherum, sondern wie kann man Organe etc., die Wahrnehmung etc. so ausrichten des Menschen, damit er in Zukunft oder wie auch immer dann eben nicht nur auf der Erde überleben kann, sondern woanders. Genau, und der Gedanke ist ganz einfach, wenn wir in fremde Galaxien wollen und fremde Galaxien sich nicht ändern, dann müssen wir uns ändern. Das ist die Idee. Kurz ein Ausflug vielleicht nochmal an dieses ganze ethische Thema, weil ich habe immer überlegt, warum habe ich dieses Unwohlsein, dieses Kribbeln und dabei bin ich auf ein Riesenthema gestoßen, dass das historisch ja immer schon ein Thema war, dass Menschen irgendwie Mischwesen, heißt das, dass Mischwesen auftreten, also den Golem, vielleicht kennt den jemand, der aus der jüdischen Mystik stammt, ein sehr mächtiges, starkes Wesen, das ein gutes Wesen ist, mit dem der Rabbi etwas zum Leben bringen kann. Dann gibt es diese ganz andere Story, die aber so ähnlich ist. Da wird aus Ton und Lehm, nee, das ist der Golem, der wird aus Ton und Lehm gebaut. Und dann gibt es aber einen Frankenstein, den wir als Monster sehen, der wird aus Leichenteilen zusammengebaut. Es gibt auch diese Engel. Das sind ja auch irgendwie Mischwesen. Wir wollen jetzt keine Religionsveranstaltung machen, aber die haben ja irgendwas Göttliches und irgendwas Menschliches. Es gibt auch in der Mythologie und auch in der menschlichen Geschichte schon ganz viele so Mischwesen. Zum Beispiel in einer Höhle in Schwäbisch Alb ein ungefähr so großes Kunstwerk, weiß nicht, ob es ein ritueller Gegenstand war, ein Mensch mit einem Tierkopf, jetzt muss ich kurz überlegen, was das für ein Tierkopf war. Also die Welt ist voll davon, von Faunen und von Hybrid- und Mischwesen, die sind also stark emotional aufgeladen, das ist ein religiöses Thema, das ist ein Mystikthema, das hat auch mit Eugenik zu tun, wie bei dem Frankenstein, ja? Da wird etwas manipuliert und es wird eingegriffen in ein System, ja. Und das hat ja auch was, und das ist mit dem Golem, sieht man das sehr schön, das ist ja sich in gewisser Hinsicht auf der einen Seite auf die Stufe stellen mit Gott, indem man den Menschen reproduziert. Ja? Das hat nur Gott getan mit Jesus nach der christlichen Lehre. Ja? Vater und Sohn sind ja, wenn man so will, eine Kopie, eine Reproduktion voneinander und so gesehen auch genetisch dann vielleicht sogar identisch. Auf der anderen Seite, und das ist eine Anmaßung, auf der anderen Seite rettet das ja auch die Menschheit,
weil sie dadurch sich fortpflanzt und die eigene Todesangst wird dadurch auch bewältigt. Also wer es schafft, länger zu leben sozusagen, besiegt seine eigene Todesangst. Und ich glaube, dieses ganze emotionale Geknäuel ist der Grund, warum Menschen bei dem Thema Cyborg so in Wallung geraten, oder? Ja, also es gibt, glaube ich, auch sehr, sehr viele auch schon uralte sozusagen Urängste des Menschen, wo in ihm aufkommen, die, wie du aber auch schon so schön erzählt hast, in jeder Zeitepoche mit der jeweiligen Technologie aufkamen. Übrigens hier Puppen und so weiter. Das war auch 14. Jahrhundert, als es also vor allem italienische Ingenieure gestartet haben im Puppenspiel, also im Theater. Da gab es so einen feuerspeienden Drachen zum Beispiel, der die Leute sahen eben nur diesen Drachen auf der Bühne, der lief über die Bühne, die Mechanik in ihm war natürlich nicht sichtbar und er hat irgendwann angefangen Feuer zu speien und die dachten, der Teufel ist irgendwie auf die Welt gekommen. Weil es eben dieses unsichtbare Element der Mechanik, der internen Mechanik eben gab, das eben nicht äußerlich sichtbar ist. Ja? Hm. Und das lässt sich eigentlich auch ganz schön übertragen, sozusagen, wenn wir über die Cyborg-Thematik jetzt auch heute sprechen, wo Technologie auch immer mehr sozusagen nicht nur mit Wearables, mit tragbaren Geräten sichtbar über der Haut getragen werden, sondern wo es, glaube ich zumindest, ein sehr starkes Moment geben wird, wenn Technologie tatsächlich, und das eben nicht nur zu medizinischen Zwecken, zu Wiederherstellungszwecken, sondern tatsächlich zu erweiternden Maßnahmen in den Körper implantiert wird. Ja? Also man muss sich das tatsächlich so vorstellen. Und ich bin der Überzeugung, dass es tatsächlich eine gesellschaftliche Akzeptanzschwelle momentan ist, wo Leute sagen wie du, oh Gott, was implantiert er sich da oder was will er oder warum, ich meine, wenn ich jetzt einen Magneten auf der Haut sagen würde, wäre das gar nicht so das Thema vielleicht, aber man fragt sich, wozu oder warum macht er oder warum geht er das Risiko überhaupt ein, ja? Nee, also ich wollte zunächst sagen, dass ich gelernt habe, so ein bisschen meine eigene Emotionen zu beobachten und wenn da was ist an Emotionen, versuche ich für mich zu klären, wo kommt das her? Ja, aber da glaube ich auch momentan ist es eine sehr starke Angst, also eine Kontrollverlustangst irgendwo, die auch total begründet momentan eben mit den Überwachungsskandalen, mit den Regimen, die im Hintergrund vor allem die Technik als Machtverstärker ausnutzen. Wenn man dann natürlich den nächsten Schritt sagt, okay, wir verwachsen als Menschen tatsächlich als Mischwesen sozusagen mit der Technik, kommen dann natürlich sehr starke Ängste auf, eben speziell im Bereich des, okay, ich bin nicht mehr Herr meiner selbst oder Frau meiner selbst, sondern es ist offensichtlich, dass Teil von mir eben technisch ist und ein Teil biologisch. Und den technischen Teil habe ich natürlich nicht unter voller Kontrolle. Und im zweiten Schritt natürlich auch nicht mich selbst. Ja? Und da kommen natürlich, glaube ich, sehr starke Ängste auf. Mhm. Ja, die Frage ist halt, was ist ethisch? Wir reden jetzt gar nicht über juristisch. Was ist ethisch erlaubt und was nicht? Ich habe vorher ein bisschen gegrübelt und geguckt und ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit Maschinenethik, Roboterethik, Cyborgethik, weil da eine Struktur reinzukriegen nicht so ganz einfach ist. Fangen wir mal so an, wie ist denn dein Standpunkt? Oder hast du da für dich einen klaren Standpunkt? Also wo hört es gewissermaßen auf? Also ich sag's mal andersrum. Selbstoptimierung ist ja nun für jeden, der auf Twitter ist und irgendwelche Nike-Tweets sieht oder für jeden, der iOS mit der neuen Health-App sieht, ja, ist ja nun langsam im Mainstream angekommen. Also war es historisch ja auch immer schon. Also schon Haare schneiden und Fingernägel schneiden ist vielleicht schon Selbstoptimierung. Aber der Cyborg geht ja dann einen Schritt weiter, indem man die Technik in sich integriert und dann Optimierung betreibt. Wo hört das für dich auf? Ich würde den Begriff der Optimierung, also für mich persönlich, ich gebe dir völligst recht, wenn wir über militärische etc. Einsatzbereiche sprechen, dass da natürlich der Hintergedanke ist.
Für mich persönlich hat das Ganze auch überhaupt nichts mit Optimierung zu tun. Ich würde auch keinen Verbesserungsbegriff eigentlich mit reinbringen, sondern vielmehr einen Freiheitsbegriff, den ich für mich einfach so sehe, dass ich grundsätzlich auch was ethische Grenzen zum Beispiel angeht, eine klare Unterscheidung machen würde. Für mich gibt es grundsätzlich keine Grenzen zwischen Mensch und Technologie, wie weit das gehen darf oder soll. Ja. Ich sehe es vielmehr als einen natürlichen Prozess, den der Mensch in seiner momentanen Neuerschaffungsperiode sozusagen vor sich nimmt. Ja. Und der Mensch existiert einfach nur deswegen, weil er sich ständig neu erschafft. Und das hat er, wie du vorher auch schon gesagt hast, mit allen möglichen Werkzeugen eigentlich schon in seiner ganzen Geschichte gemacht. Es wird jedoch für mich dann eben auch zu einem gesellschaftlich oder dann eben zu einem kritischen Thema, wenn ich mir das eben jetzt auch oder unabhängig von mir auf einer gesellschaftlichen Ebene anschaue, was eben dort momentan für Verwertungsmechanismen hinter der Technologie zum Beispiel dann eben sind. Ja. Und wenn ich nochmal zurück zum Beispiel von Enno, ich glaube, da ist es momentan auch schon recht plastisch ergreifbar. Wie gesagt, er hat ein Implantat, das lässt ihn wieder hören und dieses Implantat wird natürlich hergestellt, entwickelt, Forschungsbereich etc. von einem Konzern. Ja. Also es steht letztendlich ein Konzern hinter einem Teil von seinem Gehör, könnte es auch sagen, von ihm selbst. Ja. Und wenn man das sozusagen als Einstieg sich klar macht und das wiederum in ein, sag ich mal, optimierungsgetriebenes kapitalistisches Gesamtsystem einbettet, dann kann dieser Konzern natürlich auch pleite gehen. Und die Software und alles Mögliche ist proprietär bei diesem Konzern und er sozusagen als Nutzer dieser Technologie hat keinen Zugriff darauf. Ja? Ja. Das heißt, wenn dieser Konzern pleite geht, geht auch ein Teil von ihm pleite. Ja? Also so muss man es tatsächlich sehen. Ja, das ist ja evolutionär vielleicht dann sogar, also ich will das gar nicht werten, aber das ist dann halt so. Das ist dann halt so. Dann war es falsch. Genau, aber da sieht man schon, das sind sozusagen, auch wenn wir momentan über medizinische Eingriffe sprechen, sind das Fragestellungen, die eben in Zukunft in der erweiterten Mensch-Maschine-Verschmelzung dann eben sehr relevant werden. Und das jetzt auch vielleicht ganz kurz war auch ein Ausgangspunkt, warum wir diesen Verein gegründet haben. Der Verein nennt sich Cyborgs e.V., und auf der einen Seite, wie gesagt, experimentieren wir mit Technologie am und im Körper. Wir entwickeln auch eigene Sachen. Wir versuchen auch Implantate zu hacken, sie in einem anderen Kontext zu benutzen. Ja. Aber dann eben auf der anderen Seite auch diesen kritischen Aspekt rausstellen wollen und da eben auch eigene Vorschläge, eigene Utopien gesellschaftlich entwickeln wollen, wie wir eben so eine Mensch-Maschine-Zukunft eben für uns sehen. Und das ist dann eben nicht, da ist ein Stichwort zum Beispiel Open Source, ja, dass wir sagen, diese vor allem die technische Seite muss frei zugänglich für den Menschen eben sein. Er muss über sich selbst bestimmen können. Und über sich selbst heißt eben nicht nur biologisch, sondern eben auch technologisch. Ja. Und das ist eine zentrale oder ein zentraler Punkt, den wir dann eben vertreten. Ja, die Autonomie ist für mich ein kritischer Punkt, weil man könnte sich auf den Standpunkt stellen, wer sonst, wenn nicht ich, kann über mich bestimmen. Also Autonomie scheint, Selbstbestimmung scheint ja eigentlich grenzenlos zu sein. Ich habe da einmal kurz gezuckt, weil als Jurist weiß ich, dass zum Beispiel die Menschenwürde nach herrschender Meinung nicht verzichtbar ist. Ich kann nicht auf die Menschenwürde verzichten und die Menschenwürde also als Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Und wenn man ein bisschen guckt, dann sieht man, dass in der Ethik die Person des Menschen, ich vereinfache das mal, ich bin aber auch kein Ethiker, auch das ist wieder ein Beruf, ja, die Identität einer Person ja sichergestellt werden muss, weil er in seinem sozialen Umfeld als ein und derselbe erkannt werden möchte,
Und weil das möglicherweise ein irreversibler Eingriff ist. Es gibt in der Bioethik solche Fälle, wo jemand nach einem Eingriff beispielsweise, die einen Fälle sind die depressiven, da sagt man, okay, das ist jetzt doof, weil das kriegen wir nicht mehr hin. Der ist sozusagen kaputt gegangen. Die anderen Fälle, das sind die ethisch viel interessanteren, da ist jemand so euphorisch, dass sein gesamtes Umfeld sagt, den kennen wir gar nicht mehr, das ist ein anderer. Also da ist diese Identitätsgrenze, wo auf einer Persona-Ebene eingegriffen wird und auch erhebliche soziale Konsequenzen für die Person in ihrem Umfeld hat. Und es gibt die ganze Frage von Handlungszuordnung, wo man sich fragen muss, wer handelt hier, und das Konzept des Handelns setzt, das ist sozusagen mein juristischer Background, für mich immer auch einen Haftungs- und Verantwortungszusammenhang. Stellt das immer her. Also wer ist hier verantwortlich für das, was passiert? Also ich übertreibe mal, ich baue jetzt mir irgendwas ein, was schießt, wenn es als autonomes System das Gefühl hat, da kommt was zu nahe. Ja? Also muss ich ja irgendwie, jetzt sind wir wieder bei der Kybernetik, irgendwie dieses soziotechnische, kybernetische Mischgeding da so analysieren, dass ich Zurechnungszusammenhänge herstelle und klären, wer hier Verantwortung trägt. Das hat nämlich auch die Cyborg-Ethik mit der Roboter-Ethik, mit der Maschinenethik eigentlich ist immer dasselbe Problem. Technik-Ethik ist immer die Frage, wer ist verantwortlich für die Entwicklung, wer ist verantwortlich für die Folgen, wer ist verantwortlich für den Betrieb von etwas. Absolut, ja, aber also ein anderes Beispiel wäre auch, wenn man sich vorstellt, Soldaten, die eben über Brain-Computer-Interfaces Drohnen steuern. Ja? Also Brain-Computer-Interfaces tatsächlich, dass man über einen EEG Hirnaktivitäten zum Beispiel von einem, du sitzt hier in Berlin, hast diese Kappe auf, die ist verbunden über ein technisches, was auch immer, Kommunikationssystem mit einer Drohne in Afghanistan, und du steuerst sozusagen über deine Gedanken diese Drohne. Und jetzt kann natürlich zum einen die Drohne aus Versehen eine Bombe fallen lassen. Die Frage ist immer die Verantwortung, die Rückführung, warst das jetzt du mit deinen Gedanken oder was vielleicht die Technik, die irgendwie einen Fehler gemacht hat. Ja. Also da bist du der Spezialist, was die rechtlichen Fragestellungen angeht, sehr, sehr heikel und lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr mit unseren sozusagen althergebrachten Menschenbildern und Konzepten eben vereinen. Also da glaube ich, vor allem was das größere Menschenbild dahinter eben angeht, müssen da neue Sichten eben entstehen, auch neue Werte sozusagen, wie man als Mensch mit der Technologie dann umgeht und auch als Gesellschaft. Ja. Und da ist es aber, glaube ich, ein zentraler Punkt, dass wir uns als Menschen grundsätzlich immer als teilsouveräne Akteure begreifen, ja? Diese Einstellung, die man hat, naja gut, ich habe alles under control hier irgendwie so, auch jetzt mit Smartphones und mit unserer Technologie, so, ja, sag ich mal, die uns momentan schon umgibt wie eine Hülle, ja, die ist falsch, ja, und ich glaube, das treibt diese Cyborg-Thematik oder auch implantierte Technologie nur noch auf eine Spitze zu und macht die dann hoffentlich auch vielleicht offensichtlicher, dass man sich eben als Mensch in dem Sinn auch in ein anderes soziotechnisches Umfeld sieht. Ja. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil wir sind tatsächlich in höchstem Maße abhängig von Technik und merken es nicht, weil wir immer denken, Technik, das sind Computer und Radios und irgendwie Fahrstühle, aber nach einem weiten Technikbegriff, also womit ich jetzt nur körperliche Gegenstände meine, nicht auch noch Handlungen und Methoden, muss man einfach sagen, also ich würde, glaube ich, 4 Wochen ohne solche künstlichen, nicht natürlichen Gegenstände kaum überleben. Ich müsste Beeren sammeln und ich würde wahrscheinlich in wenigen Wochen erfrieren, weil ich darauf angewiesen bin, dass mir irgendwie warm wird, künstlich. Vielleicht würde ich laufen über Weihnachten, aber irgendwann müsste ich mich dann wieder ernähren. Also alles nicht so einfach. Und wenn ich noch den Übergang zu dem nächsten Thema machen darf, weil die Frage des Cyborgs, der teilautonome, im Moment sind es ja immer teilautonome Systeme, mit sich trägt, die mit ihm verbunden sind, führt in diese
Haftungsfragen, wo eine juristische Gehirnhälfte in mir sagt, wieso? Das ist doch alles ganz einfach, ja? Und was redet ein Latour von, ihr müsst Technik als in Augenhöhe mit dem Menschen betrachten, das ist alles symmetrisch, die Akteure und die Aktanten und so, ja? Als Jurist sagt man, hä, was will der, ja? Also Verantwortung, Zurechnung, Gefängnis sozusagen, das kann immer nur Menschen betreffen aus einer juristischen Sicht. Und ich rechne einfach Dinge zu. Also wenn jemand handelt, also A schlägt B auf den Kopf, klar, seine Handlung, müssen wir nicht drüber reden. Wenn jemand ein gefährliches Produkt bringt, dann ist Produkthaftung, dann haftet der Hersteller und nicht unbedingt der Handler. Ja? Diese ganze WLAN-Stördiskussion, da gibt es beides. Da gibt es einen Handlungsstörer und da gibt es einen Zustandsstörer. Es gibt also rechtlich, ich kann das noch weiter ausführen, aber dann wird's Abend, es gibt rechtlich ganz, ganz viele Mechanismen, wann ich wem was zurechne, unter welchen Umständen und ihn für Vorsatz, Fahrlässigkeit in Verkehr bringen und was nicht alles haften lasse. Und da würde ich sagen, hey, wer so ein Ding in Verkehr bringt, A, ist potenzieller Täter, ja. Wer dann schießt, obwohl er sich ducken könnte und daneben schießen, ist wieder Täter. Also ich habe ganz viele Handlungsketten, wo ich Zurechnungspunkte finde, um das Ergebnis jemandem zuzurechnen. Und wenn es der Programmierer ist, der es programmiert hat, weil er den Virus da eingebaut hat, ja, fahrlässig, dann erfinde ich die fahrlässige militärische Cyborg-Haftung und dann ist er dran. Auf der einen Seite. Ne? Weil Juristen sind toll im Erfinden. Ne? Die denken sich das aus, die schreiben das auf, das Gesetz, der Gesetzgeber unterschreibt es, der Bundespräsident muss sowieso und am Ende ist das dann fertig. Das ist ganz einfach. Das ist noch leichter als Programmieren eigentlich. Ich werde jetzt ein bisschen böse. Es ist ja eigentlich auch Programmieren. Moment, gleich explodiert mein Kopf. So, und genau das gleiche Problem haben wir ja bei verteilten Systemen, wenn wir jetzt zu Smart irgendwas kommen. Smart Cities, ja, Smart Countries, Smart, über den Begriff Smart reden wir ja auch noch, haben wir vorhin schon gesagt, da wollten wir beide was zu sagen, ja, über Smart und nicht so Smart. Und da gibt es auch einen Zusammenhang. Aber wir haben es ja hier mit verteilten Systemen zu tun, die miteinander verbunden sind in so einer verdichteten Stadt, ja, auch wieder soziotechnischen Systemen, da sind Menschen, da sind Computer, da sind andere Artefakte, da sind Normen, also das ist ein großes oder ganz viele soziotechnische Systeme in so einer Stadt. Ja, absolut. Also auch das deswegen auch Internet der Dinge, was wir vorher auch gelesen haben, macht natürlich immer den Eindruck, na gut, es gibt verteilte Systeme oder es gibt viele Objekte in der Welt, viele Dinge in der Welt, die über ein Netzwerk irgendwie miteinander verbunden sind. Aber es führt, glaube ich, auch ein bisschen, also meiner Auffassung zumindest nach, fehl, indem der Fokus immer nur auf die technische und auf die Dingsseite gelegt wird und nicht auf den Menschen. Also grundsätzlich sollte das Ding eigentlich Internet der Dinge und Körper oder Internet der Dinge und Menschen oder so heißen. Weil das ist eigentlich der zentrale Punkt. Wir vernetzen auch nicht unsere Computer, sondern wir vernetzen uns. Ja? Und das wiederum auf, was du auch schon eben sich genauso auf verteilte Systeme gesagt hast, ja, ist natürlich immer sozio- und technisch. Ja? Also wir haben verteilte Systeme immer mehr, die autonom oder teilautonom arbeiten. Wir haben Leute, die Schnittstellen festlegen. Das ist tatsächlich also aus meiner Sicht ein strukturelles Problem, auch bei allen Chancen, die es hat. Hier entstehen hochkomplexe Systeme, das ist völlig neu und gerade weil dort auch Menschen immer irgendwie im Weg stehen und was tun, ich formuliere es mal ein bisschen lax, ist das natürlich auch Hochrisiko und ich glaube, dass wir hier vor einer Welle auch von Risiken stehen, die wir noch gar nicht sehen, ja. Diese Vorstellung, dass bei einem Cyborg irgendwie das Ding kaputt ist, das ist das eine. Das andere ist, dass wir komplexe Systeme einführen, wirklich komplexe Systeme. Dagegen ist die Hochtechnologie der 80er oder die Großtechnologie der 80er, also ich will jetzt nicht sagen, Atomkraft ist weniger gefährlich, aber das ist schon kritisch. Und es gibt Leute, die sagen, dass man das auf eine bestimmte Art und Weise gesellschaftlich begleiten muss, weil wir haben vorhin gesagt, Laborgesellschaft ist so ein bisschen das Stichwort. Früher hat man eine Situation wissenschaftlich im Labor erforscht und hat sie falsifiziert und wenn alles okay war, dann ging das raus in den Markt. Hier ist es anders, das ist so eine Theorie aus dieser Risikogesellschaftstheorie aus Bielefeld der 80er, hier wird eigentlich die Gesellschaft zum Labor.
Es geht auch gar nicht anders, wenn man es denn versucht, weil ich muss die Komplexität erst draußen erproben, so wie ein US-Militärsystem, das auf Schiffen ist und Flugzeuge abschießt, eben eigentlich erst dann erprobt ist, wenn es Flugzeuge abschießt, macht man auch nicht jeden Tag. Ja? Haben wir es hier mit so einer Art Ambient Intelligence zu tun und die Ambient heißt, wir sehen sie nicht mal, die latent Risiken erzeugt, weil in solchen komplexen Systemen vielleicht kleine Fehler erhebliche Störungen verursachen. Ja, also und vor allem, wenn man sich dann auch noch dazu anschaut, wie momentan die Schnittstellen vor allem zwischen dem Mensch und der Technik noch sind. Also da sitzen Menschen vor Tastaturen und drücken dort auf Tasten, damit sie mit den Maschinen kommunizieren können. Speziell wenn es da eben zu, sag ich mal, Eingriffen oder eigentlich von menschlicher Seite her ein Eingriff benötigt wird, der eben schnell und intuitiv passieren muss. Da muss man sich schon fragen, diese, wie du richtig sagst, diese komplexen Gesamtsysteme, die müssen natürlich in so einem Flow, in so einem kybernetischen Flow, würde ich mal sagen, sein, dass man nicht, dass man die vor allem die Mensch-Technologie-Schnittstellen komplett neu erfinden muss. Ja? Also da sehe ich eigentlich einen großen Punkt. Deswegen, der wird meistens außen oder zumindest in meiner Sicht ein bisschen außen vor gelassen. Wie können wir als menschliche Akteure in dieser Technosphäre, in dieser technischen Welt höchst intuitiv diese komplexen Systeme auch dann entsprechend regeln und darauf eingehen? Ja? Ja, und da bin ich auf etwas gestoßen. Eigentlich ist es ganz trivial. Es gibt jetzt immer Leute, die sagen, oh, regulieren, regulieren. So, regulieren ist das eine. Da schnappe ich mir Organisationen und erfinde Normen, die ich dann wieder unterschreiben lasse. Ich bin quasi Gesetzgeber. Und die haben sich dann dran zu halten. So, das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich operative Überwachung und Steuerung von solchen Gefahrenkomplexen. Es gibt eine Theorie, die nennt sich High Reliability Organizations, Beispiel Flugsicherung. Da hat man eben Organisationen geschaffen, die sehr, sehr präzise Prozesse kontrollieren, ob die okay sind und bestimmte Alarmzustände vorher erproben, um dann in diesen Alarmzuständen eben beim Flugverkehr ist das so, das läuft alles ganz präzise und ist durchgeplant, eben auch auf diese Risikozustände reagieren, sehr schnell und nicht erst planlos 4 Wochen diskutieren. Und da, glaube ich, muss was passieren an der Stelle, weil das Regulieren der Akteure ist das eine, das andere ist aber quasi eine Art, nicht nur irgendwie einen politischen Think Tank oder Helikopter oder tolle mediale Leitartikel zu haben, sondern eine Institution, die das strukturiert von den Risiken her überwacht. Glaube ich. Hätte ich jetzt einfach mal eine Frage, die ich da einwerfen würde, und damit würde ich die Runde einfach mal öffnen, wenn es okay ist. Das wäre ja die Situation, wo man sich auch fragen muss, es gibt ja ganz viele Innovationen, die kommen dann einfach so von links außen. Wearables ist vielleicht so ein Beispiel. Die galten erst so ein bisschen als Spinner, die tracken jetzt ihre Schritte oder so und plötzlich gibt es das überall und eine Firma, die vorher nur Turnschuhe hergestellt hat, hat auch so ein Ding und jetzt hat man das auf dem Handy und so, aber keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, wie man mit dem Ding umgeht. Wäre meine Frage jetzt an dich, was glaubst du, wie lange es dauert, bis es keinen mehr interessiert, ob man jetzt irgendwas eingepflanzt hat? Und die Frage an Christoph wäre, was, wenn man es ein bisschen zu Ende denkt, ist es so komplex, dass man damit genauso umgehen könnte wie mit den Wearables? Also ist es einfach was, was sich als Produkt irgendwie am Markt etabliert und vielleicht auch irgendwann wieder aus der Mode kommt? Oder ist es eben genauso, wie du gesagt hast, das ist so ein komplexes System, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht das, was du vorher, die Autonomität, dass wir die nicht einfach verlieren, weil wir das Ding dann nicht mehr unter Kontrolle haben. Vor allem, wenn es dann vernetzt ist. Ne? Also mein großer Punkt, den ich hier mit reinbringen will, was ich eben denke, ist, dass wir diese Sicht sozusagen, also was du ansprichst, okay, wann wird das passieren, etc., wir sind schon längst eigentlich innerhalb, also wir sind längst in diesem Prozess. Das, was ich vorher gemeint habe, was momentan mit medizinischen Implantaten längst gang und gäbe ist, also es ist auch ethisch etc. ist kein Thema, ist alles gesellschaftlich konform und so. Das passiert ja schon längst und da kommen auch schon die gleichen Ansätze oder im Ansatz die gleichen Fragen zustande,
wie weit dürfen wir uns erweitern? Oder ist dieser Sportler mit der Prothese, man kennt das aus der Leichtathletik, Oscar Pistorius, oder die ganze Rehm-Debatte, ja, wird er jetzt zugelassen oder nicht? Ja? Oder ist er besser als die anderen mit seiner Prothese? Also auch zum Beispiel der Begriff von Behinderung bekommt auf einmal eine, sag ich mal, eine übermenschliche fast Konnotation, ja, die mit der Mensch-Maschine-Verknüpfung irgendwie einhergeht. Also es ist eine konstante Hinterfragung der menschlichen Grenzen, die mittlerweile auch momentan schon längst stattfindet. Das ist kein Zukunftsthema. Und insofern, glaube ich, sind wir längst auf dem Weg, oder wir sind auch bereits eine, für mich zumindest, eine absolute Cyborg-Gesellschaft, ja, weil wir mittendrin stecken. Insofern, wann das tatsächlich passiert, dass sozusagen die tragbaren Geräte oder Technologie insgesamt in uns implantiert wird, Zeitpunkt kann wahrscheinlich kein Mensch sagen, weil es, wie gesagt, ein hochkomplexer, was weiß ich, gesellschaftlicher und Menschenbildprozess da sich abläuft. Aber ich glaube, oder ich bin schwer davon überzeugt, dass die ganze Geschichte natürlich sehr stark über den Fitness- und den Gesundheitsbereich zum Beispiel mit reinkommt, weil eben aus der Medizin, aus dem Gesundheitsbereich, das eben schon momentan ziemlich als normal angesehen wird, ja. Und sobald dieser Gesundheitsbereich sozusagen, was du eben angesprochen hast mit Quantified Self und mit Tracking, was dann sozusagen auch ein Stück weit eine offensichtlichere Erweiterung darstellt, das ist, glaube ich, ein schleichender Prozess und aus meiner Sicht raus wahrscheinlich sozusagen das Einstiegstor für auch implantierte Technologie, die eben keine reine defizitär orientierte Wiederherstellungsfunktion des Menschen über Technologie dann darstellt. Hat verschiedene Facetten. Also auf der einen Seite würde ich sagen, Cyborgism sozusagen ist okay, wenn er, also unter dem Gesichtspunkt Autonomie, die ja jeder hat, wenn ein paar Bedingungen erfüllt sind, das heißt eben A, die Autonomie bleibt erhalten und er nimmt sie sich nicht, ja. Das führt übrigens auch dicht wieder an so Sterbehilfediskussionen und so. Das zweite ist die Identität der Person, die personale Identität der Person wird nicht gefährdet, also er darf sich verändern, aber nicht bis in den Persönlichkeitskern. Und der dritte Punkt ist, dass halt Handlungszurechnung hergestellt sein muss, also da, aber da sind wir weit von entfernt, dass wir darüber jetzt diskutieren müssen. Ich persönlich bin da ein bisschen oldschool vielleicht, ist aber immer ein persönlicher, ein kultureller, vielleicht sogar ein religiöser Hintergrund. Ich bin sehr katholisch aufgewachsen, das ist zwar schon eine Weile her, aber davon sind Reste noch in dieser Umwelt, in meinem psychischen System und sind da auch irgendwie verbaut. Und in diesem habe ich eigentlich gar kein Interesse daran. Ich empfinde das Leben eher als Fülle und sehe mich nicht als defizitäres Wesen. Im Gegenteil, ich entdecke jeden Tag neue tolle Sachen, die ich nicht in mir verbauen muss. Aber das ist mehr so ein Lebensgefühl. Also ich sehe tatsächlich die gesellschaftliche Ebene nochmal komplett getrennt davon. Und das sind eben die vernetzten autonomen Systeme, die in dem Moment, in dem in dieser Landschaft auch noch ein Cyborg steht und nicht nur Autos und Computer, ja, eben dann auch problematisch werden können, weil hier ja dann wieder Computer mit Menschen direkt interagieren. Ja. Ich habe mir überlegt, ein System, ich habe mir irgendein Cyborg ausgedacht vorhin im Zug. War das der Winke-Cyborg, der automatisch winkt? Also da haben wir ein extremes Problem, ja. Zwei Winke-Cyborgs begegnen sich, ja. Wenn die sich gegenseitig erkennen mit Gesichtserkennung, ja, nachgucken, wer das ist, und der eine winkt und dann winkt der andere zurück. So, ist das jetzt eine soziale Interaktion oder nicht? Ja? Ich sage, das ist gar keine soziale Interaktion. Das sind zwei miteinander agierende technische Systeme, aber ich sehe da nicht mal zwei soziotechnische Systeme interagieren, wenn zwei Winkelroboter winken. Ja? Das erinnert mich eher so an diese Wasserente. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die dann immer runter tuckt. Aber hier wäre eine erste Frage. Hallo, ich bin Aileen. Ich bin ein Mensch. Und ich habe eine Frage nochmal zu den juristischen Implikationen. Also nehmen wir jetzt an, Enno Park mit seinem Ohrimplantat hört besser als alle anderen und hört, wie, weiß ich nicht, 10 Meter weiter ein Verbrechen geplant wird oder verübt wird. Zählt seine Aussage dann vor Gericht oder zählt das zur illegalen Überwachung und müssen das die Gerichte entscheiden oder muss die Politik das entscheiden?
Willst du als Jurist auf diese Frage eingehen? Kann ich die Joker-Karte haben? Nee, im Ernst, also die erste Frage, die mir ja kam, ist, muss er nicht sogar eingreifen, ja? Weil wenn er eine Garantenstellung hat, sagt der Jurist, also irgendwie ein Verwandtschaftsverhältnis oder so, dann kann er nicht einfach sein Implantat abschalten und sagen, ich habe es nicht gehört, dann haftet er. Ja? Dann hätte er einschreiten müssen und kann zumindest wegen unterlassener Hilfeleistung oder auch wegen der Handlung durch Unterlassen volle, Anführungszeichen, Kanne, Anführungszeichen, strafbar werden. Ich will jetzt nicht aus dem Stand hier eine Rechtsprechung erzeugen, aber doch, bitte. Ich würde schon sagen, also wenn das seiner Psyche zur Kenntnis kommt, ein äußerer Sachverhalt, der messbar ist, dann unterliegt das jeder Aussagenpflicht wie alles andere auch, ja. Also, also aus meiner Sicht ist das für mich total unerheblich, ob jemand mit einem Implantat nun 10 Meter weiter hört als derjenige ohne Implantat, oder ob ich den Vergleich, den könnte ich genauso machen, dass ich sage, naja gut, ich höre einfach schlechter als du zum Beispiel und du hörst 10 Meter weiter als ich. Wirst du jetzt, wird deine Aussage als voll hergenommen oder eben nicht, oder wie lässt sich das nachprüfen? Ja? Also das meine ich, diese technische Erweiterung, in dem Fall das Hörimplantat, ist natürlich direkt eingebunden in sein menschliches Wahrnehmungs-Informationsverarbeitungssystem. Es ist nicht irgendwie getrennt anzusehen. Und deswegen ist es in dem Sinn für mich zumindest, keine Ahnung, wie das juristisch gesehen wird, aber vom Grundsätzlichen her kein Unterschied, ob ich jetzt mit einem Implantat besser höre oder ob ich mit meinen Ohren einfach besser höre, weil ich nicht so oft in meiner Jugend in die Diskothek gegangen bin. Ja? Also ich sehe da gar keinen, das sind oft für mich zumindest Vorstellungen, die Menschen haben, dass mit der Technologie am Menschen dann komplett was Neues entsteht. Aber wie gesagt, also wir machen es momentan mit allen möglichen Sachen schon längst. Und da diese Unterscheidung zwischen dem, was mich als Natur und künstlich sozusagen der technische Part ausmacht, den Dualismus würde ich erst gar nicht aufmachen. Ja? Also für mich gibt es da auch keinen Unterschied, was diese ganze Natur-Kultur-Diskussion und so weiter angeht. Das vermischt sich so stark und ist immer eine graduelle Mischung von diesen zwei Systemen letztendlich. An der Stelle bin ich halt so ein bisschen anderer Auffassung, wo ich will nicht sagen, dass ich das nicht unterschreiben könnte, was du sagst, aber ich glaube, dass ein Mensch, der seine Fähigkeiten verändert, auch damit automatisch anders handelt, anders operiert, und jemand, der anders operiert, verändert seine Identität, das kennen wir ja auch. Also durch Erfahrungen lernen wir und bauen im Grunde erst unsere Identität auf. Auf der anderen Seite können aber, glaube ich, radikale Sprünge und veränderte radikale Operationen zu auch stark veränderten Identitäten führen. Und da wird mir so ein bisschen unheimlich, weil auch der Mensch ja ein komplexes System ist, genauso wie die Ambient, Smart Geschichten, und ich bei solchen Eingriffen immer das Gefühl habe, dass das tatsächlich auch wieder der Mensch als Labor ist. Also wo ich vorhin gesagt habe, Gesellschaft als Labor durch Smart irgendwas, haben wir hier den Mensch als Labor durch Smart Cyborgs. Guck mal, in welche Richtung die anderen Fragen noch gehen. Hier wäre eine Frage. Also für mich ist das Thema, Knut Herbst, für mich ist das Thema, wann hören wir auf, Mensch zu sein, und wann beginnen wir Maschine zu sein. Und im Augenblick ist es so, wir haben also Saugroboter zu Hause, das ist für uns ganz normal, wir haben Handys, alles bewegt sich in diesem Bereich. Wenn ich an den einen Film denke, wo also so ein schwarzer Westernheld, Jules Brunner war das damals, als, wie hieß der? Westworld, genau. Wie der also dann plötzlich durch die Westernstadt gelaufen ist und hat Leute erschossen, weil er außer Kontrolle geraten war, dann stellt sich da die Verantwortung. Wenn man das auf den Menschen überträgt mit Implantaten, dann stellt sich für mich die Frage, irgendwann ist der Zustand erreicht, dass der Mensch ohne diese Implantate ja nicht mehr leben kann und dann plötzlich anfängt sozusagen seine Persönlichkeit als Maschine zu leben, oder gibt es da eine Definition? Weil Implantate haben wir, Herzschrittmacher ist das Erste, was uns normal erschien, aber es geht immer weiter und irgendwann verschwimmt die Grenze zwischen der Maschine und dem Menschen, und das ist eine Frage, die kann ich nicht klären. Also diese Mensch-Maschine-Grenze
Okay. Vielleicht ist das ein ganz gutes eingehendes Beispiel. Es gibt dieses Bild von Oscar Pistorius, den kennt ihr wahrscheinlich mit dieser Prothese, und er sitzt so dran und gegenüber von ihm ist der Leopard sozusagen als Gegenbild. Ja? Also die haben die gleiche Position, und es wird, finde ich, also wenn ihr euch das so ein bisschen vorstellt, dieses Tier und dieses Mensch, Prothese, Maschinewesen gegenübergestellt, in diesem Bild eigentlich ziemlich klar, oder für mich zumindest habe ich das da rausgezogen, dass in der ganzen Diskussion sozusagen nicht nur die Verwässerung ein Stück weit von der Mensch-Maschine-Grenze gemacht wird, sondern implizit auch wieder das, was in der philosophischen Anthropologie eigentlich sehr stark ist, der Mensch als defizitäres Wesen dargestellt wird, mit dem Mensch-Tier-Grenze passiert. Ja, also insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass sich über die Technisierung des Menschen grundsätzlich die Grenzen des Menschen oder der exklusive Bereich, was wir unter uns Menschen verstehen, ein Stück weit schrumpft. Ja. Weil wir immer weiter merken, dass es gab damals die Maba-Maba-Listen, das waren so Vergleiche, Machines are better at, men are better at, ja, und man merkt, ui, da wandern immer mehr Bereiche sozusagen auf die maschinelle Seite, und wo ist eigentlich unser exklusiver Menschbereich, für den wir eigentlich grundsätzlich noch stehen, ja. Insofern ist, glaube ich, genau die Frage vielmehr aus dem Hintergrund zu sehen, dass wir uns als Menschen grundsätzlich auch so begreifen, in der stetigen Neuerschaffung. Ja, wir sind letztendlich in unserer Existenz nicht dieser Stein, der dort in der Ecke liegt und einfach existiert, ja, sondern wir auch mit unseren geistigen Überlegungen erschaffen uns grundsätzlich immer wieder neu. Ja. Und das dann tatsächlich aber nicht nur geistig, sondern das kann eben dann auch entsprechend physisch über Technologie passieren. Und oder wenn ich das richtig rausgehört habe von Ihnen, diese Problematik, die Sie da sehen, wo überhaupt diese Grenze irgendwie jetzt festmachen zu ist, diese Grenze besteht gar nicht. Es ist immer letztendlich eine graduelle Form der Interaktion zwischen diesen beiden Systemen, wenn man so will, deswegen kybernetisch. Ja. Es ist nur wichtig, sozusagen diese Feedback-Schleifen sozusagen von der Technik und dem Menschen bestmöglich eben zu kreieren, sodass wir dann eben auch, wenn es wieder auf das Thema von komplexe Systeme kommt, da eine höchstmögliche Sicherheit eben schaffen, dass das Ganze nicht irgendwie total nach hinten losgeht. Ja? Also mal jetzt platt gesagt. Aber diese Grenze, wie gesagt, ist eigentlich eine illusionäre Grenze, die besteht in Wirklichkeit nicht. Das hat übrigens auch Donna Haraway, die letztendlich auch Mitbegründerin sozusagen von der Cyborg-Philosophie ist, gesagt, dass diese Grenze letztendlich, die man auch speziell in dem Bereich zwischen Mensch und Maschine sehen kann, eine optische Täuschung ist. Ja. Ich hoffe, das war so von meiner Seite zumindest auf die Frage. Also Mensch-Maschine ist auch immer Mensch-Tier. Das ist eine Frage der menschlichen Definition, wenn man die so machen will, die es eben nicht gibt, kurz gesagt. Das Thema ist echt ein Riesenthema. Also ich bin da so ein bisschen auch aus meiner eigenen Programmiererfahrung und KI-Erfahrung, die ich mal hatte, so ein bisschen down to earth sozusagen, was Mensch-Maschine-Grenze angeht. Zum einen haben Menschen jetzt schon ungeheure Macht. Da muss ich ihnen keine Waffen implementieren, weil sie Waffen haben. Zum anderen ist auch so das Leben höchst gefährlich. Wenn ich einfach so über die Straße gehe, ohne links und rechts zu gucken, bin ich wahrscheinlich schwer verletzt. Also die Geborgenheit, die wir so empfinden, ist, glaube ich, nur deswegen, weil wir uns entwickelt haben und wissen, wie wir mit Technik umgehen. Was die Grenze zur Maschine angeht, ist für mich die Frage, welche Aufgabe die Maschine hat. Und da sind mir
stärker als Bioprothesen, wenn sie keine Neuroprothesen sind, ist mir eher die Frage von Intelligenz und, sagen wir mal, Problemlösungskompetenz wichtig. Und wenn ich mal vereinfacht Intelligenz als Problemlösungskompetenz sehe, dann sind Maschinen weit davon entfernt, auch nur einfache Probleme zu lösen. Und die Grenze scheint mir auch strukturell bedingt zu sein an vielen Stellen. Und was man in der Presse so sieht, ist meines Erachtens Popkultur. Also der Turing-Test beispielsweise ist ja eher ein Spiel, um sich zu überlegen, was Intelligenz heißt. Wenn man aber sich einmal damit befasst, geht es nicht darum, dass eine bestimmte Zahl von Personen Menschen und Maschine auf der anderen Seite von einer Wand sozusagen verwechseln, sondern es geht eher darum, dass der Mensch eben auch anders als die Maschine Sprache weiterentwickelt und semantische Konzepte in sich trägt, mit denen er Problemlösungskompetenzen hat und das auch im Tun entwickelt, ja, als lernendes System. Und da sind, auch wenn da Parallelen sind, da sind wir halt weit davon entfernt, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass die Grenze verschwimmt. Ja. Es gibt für mich eine Grenze zwischen Leben und Nichtleben, das sind für mich autopoietische Systeme, die also sich selbst reproduzieren. Ja, das ist für mich eine relativ klare Grenze. Und da sind Maschinen also per Definition nicht dabei. Die sind draußen. Okay. Ich würde sagen, ich habe auch gerade, wir haben jetzt auch zeitlich weit übers Ziel geschossen. Ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen gehabt, weil ich jetzt nach dem Gespräch einfach mich noch weniger auskenne, als ich mir vorher schon dachte, mich halbwegs mit der Problematik beschäftigt zu haben, und geht ja auch wieder in die Richtung der Wertefrage, die wir jetzt auch gar nicht so beantworten konnten mit Kurzweil und Singularity. Man konnte da noch ganz viele andere Fässer aufmachen. Ganz herzlichen Dank und schön, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank.